Hallo und willkommen zum heutigen Video, in dem ich mit euch diesen kleinen Karton auspacke. Und zwar befindet sich in diesem Karton der Fume Tractor, also diese Lötabsaugung, die es im Shop zu kaufen gibt. Alle Links dazu in der Beschreibung. Und damit ihr mal seht, wie man den aufbauen kann und wie das funktioniert, mache ich dieses Video. Ich baue die Vollversion auf, also wir bauen zuerst die Standardplatine auf, danach die USB-Charge-Variante, danach die Funkladevariante und dann das LED-Licht. Jeder einzelne Schritt ist unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt, damit ihr jetzt nicht 15 Minuten lang Video gucken müsst, dafür, dass ihr nur sehen wollt, wie die LED-Beleuchtung aufgelötet wird. So als Beispiel. Ihr könnt also wirklich unten schön reingucken und dann da draufklicken auf den Teil, den ihr gerne sehen würdet. Der Fume Tractor an sich kommt in so einem kleinen Karton, wo ich schon ganz viel positives Feedback dazu gekriegt habe, weil Leute nicht erwartet hätten, dass das so eine hochwertige Verpackung ist. Es ist ein schönes Produkt, deswegen will ich ihn auch schön verpacken. Und in diesem Karton drin befinden sich ganz viele Tüten. Und in diesem Karton drin befanden sich ganz viele Tüten und in diesen Tüten entsprechend die Teile. So, wir packen also mal alles aus und sortieren das Ganze. USB-Charge, WPC-Add-on, LED-Licht, die elektrischen Teile, der Akku, die mechanischen Teile, die zwei Filter, die dabei sind und die Platine und hier noch das ganze Holz dazu. Das brauchen wir dann ganz zum Schluss, das legen wir mal auf die Seite. Wir brauchen zu Beginn die elektrischen Teile und die Platine. Wir öffnen also entsprechend mal die Tüten. Mehr ist nicht drin. Wir beginnen mal mit dem Stecker für das Lüfterkabel. Der kommt hier an die Stelle, wo Fan steht, also Fan für Lüfter. Und man kann hier auf der Seite so ein kleines Viereck erkennen und rechts ein großes Viereck. Das spiegelt quasi hier die Steckerform wider. Wir haben hier einmal ein kleines Kunststoffteil, einmal ein großes. Das bedeutet, der kommt so rein, dass das kleine Kunststoffteil sich auf der linken Seite befindet. Dann nehmen wir das Ganze, drehen es um und löten es auf der Rückseite fest. Ich löte da immer erst gern nur einen Kontakt fest und gucke dann, ob der richtig gerade drin ist. Der Stecker in dem Fall passt es und dann löte ich den zweiten Kontakt fest. Einen Kontakt kann man nämlich noch mal leicht aufschmelzen, dann kann man hier mit dem Finger nachkorrigieren und entsprechend den Stecker gerade hineindrücken. So, jetzt kommt die Buchse entsprechend so rum drauf, die kann man auch gar nicht verkehrt rum einstecken, die Buchse. Da hier entsprechend, also mit genügend Gewalt kriegt man es bestimmt hin, aber die kommt so rum rein und entsprechend können wir uns hier Plus und Minus schon mal merken. Wir schneiden bei dem Lüfter die Kabel bei 10 cm ab. Das heißt, wir messen mit unserem Lineal 10 cm. Das wäre hier hinten. Und schneiden beide Kabel an der Stelle ab. So, jetzt sieht das Ganze so aus, der Stecker kommt so drauf und hat auch eine Richtung, wie rum die Kabel reinkommen. Man hat hier eine scharfe Kante und hier hat man eine runde Kante. Das heißt, die Stecker, also die Kabel kommen hier in diesen Stecker bei dem runden, bei der runden Öffnung rein, weil man es einfach leichter reinstecken kann entsprechend. Und nun müssen wir gucken, der Stecker kommt so drauf. Wir haben auf der Platine Plus und Minus, Rot ist Plus, Schwarz ist Minus. Das heißt, das Ganze kommt so rum drauf. Und idealerweise drückt man das Ganze dann nochmal mit einer Crimpzange entsprechend zusammen mit schöner paralleler Führung, dass da auch nichts falsch gekrimpt werden kann. Wenn die Kontakte hier ganz zusammen sind, die Kunststoffteile, dann ist das Kabel richtig gekrimpt. Das kann man auch in einen Schraubstock oder so reinpacken. Da funktioniert das natürlich auch. Als nächstes, das stecken wir wieder aus. Als nächstes kommt der Taster rein, das wäre der hier. Und wird natürlich auch entsprechend verlötet. Jetzt wäre die Variante mit nur USB platinentechnisch schon fertig. Wenn wir jetzt nur die USB-Variante haben, ohne irgendwie USB-Ladung und sonstiges, müssen wir hier diesen Lötjumper setzen bei USB-Only. Und jetzt funktioniert das Teil auch schon. Wenn wir jetzt Spannung drauf geben, sehen wir das, dass vorne die LED kurz weiß blitzt. Wenn wir jetzt die Taste drücken, läuft der Lüfter los. Wenn wir sie nochmal drücken, beendet sich das Ganze. Also so wäre jetzt die Variante mit USB-Only.
Wenn wir eine nächste Variante aufbauen wollen, muss der Jumper weg sein. Also ganz, ganz wichtig, dieser Lötjumper darf ausschließlich bei der USB-Only-Variante verbunden sein. Es könnte passieren, dass die Platine kaputt wird, wenn man diesen Jumper verbindet und die USB-Charge-Variante verwendet. Deswegen da bitte ganz, ganz, ganz gut aufpassen. Jetzt geht's weiter mit der Variante USB-Charge. Die gucken wir uns gleich an. Wir öffnen die Schachtel, kriegen eine Handvoll Teile raus. Und beginnen mit den Buchsenleisten. Ich löte die jetzt mal einzeln. Und gerade bei den Buchsenleisten ist das natürlich eine Thematik, da muss man natürlich schon gucken, dass man gut Acht gibt, dass die gerade drin sind. Wenn ich die jetzt so einlöte, dann guckt die durch in irgendeine Richtung. Jetzt kann ich diesen einen Pin nochmal aufschmelzen hier und dann mit dem Finger entsprechend die Buchsenleiste gerade hineindrücken. Dass die auch wirklich perfekt schön gerade verlötet wird. Das macht man bei der zweiten auch noch schnell. Und wenn alle beide gerade drin sind, kann man entsprechend die anderen Pins verlöten. Hier bitte so ein bisschen aufpassen. Ich habe schon ein paar Kundenanmerkungen bekommen, dass manche Kunden es geschafft haben, hier einen Kurzschluss reinzukriegen. Und zwar zwischen, ich zeige es euch gleich, diesem Pin hier, den ich gerade löte, und dem Via daneben. Das ist ein Ground Via. Wenn man da zu weit rüber kommt mit dem Lötkolben, könnte schon passieren, dass man eine Verbindung reinkriegt. Wenn wir die Buchsenleisten eingelötet haben, stecken wir schon mal die Stiftleisten oben hinein und stecken die Platine auf die Stiftleisten. Die Platine hat hier weiß markiert Pin 1 und hier eine leichte Schräge auf der Platinenkante. Diese Schräge sieht man auch hier unten im Bestückdruck ein wenig. Das heißt, die kommt so rum rein. Mit der Schräge zum Taster hin und kann dann auch gleich verlötet werden. Die letzten Schritte, zwei Schritte, sind die Akkuhalter. Wenn man gerne den Standard 18650er Akku ohne interne Schutzbeschaltung verwenden möchte, wovon ich dringend abrate, kann man dieses rechte Loch verwenden. Diese Akkus, die mit dem Funtractor mitverkauft werden als Zubehör bei uns im Shop, die haben eine interne Schutzbeschaltung drin. Die befindet sich hier hinten in dieser schwarzen Kappe und dadurch ist der so ein Tick länger. Also der hätte jetzt hier genau Platz, wenn er diese schwarze Kappe nicht hat. Da er ein Tick länger ist, brauchen wir diese linke Aussparung, diese linken Kontakte und löten entsprechend da unseren Batteriehalter an. Wenn wir jetzt hier den Akku einsetzen, müssen wir darauf achten, hier an dieser Stelle des Akkus befindet sich Plus, wie es auch hier steht, und an dieser großen Fläche befindet sich Minus. Und hier sehen wir auch nochmal das Bild vom Akku, Minus und Plus. Und hier unten steht nochmal Groß Minus und hier steht nochmal Groß Plus. Einfach, dass wir ihn halt nicht verkehrt rum einbauen. Der Akku kommt so rum rein. Leuchtet auch sofort das kleine Licht. Und jetzt kann es natürlich gut sein, dass das am Anfang noch nicht startet, dass er noch rot bleibt, denn die Akkus werden in der Regel leer ausgeliefert. Man muss dann den Akku mit USB laden in dem Fall. Was wir jetzt aber noch vergessen haben, wir haben jetzt die USB-Charge-Variante. Das heißt, wir müssen diesen kleinen Lötjumper verbinden. Sonst kriegen wir keine Spannung vom USB rüber zum Akku. Wir haben den kleinen Lötjumper verbunden. Und wenn wir jetzt den Akku einstecken, den Fumtraktor einstecken, fängt hier vorne die rote LED an zu leuchten und der Akku wird entsprechend geladen. Das Ganze dauert bei Erstladung. Die Akkus werden, wie gesagt, sehr, sehr leer ausgeliefert aus Sicherheitsgründen. Bei der Erstladung dauert es schon mal 6 bis 8 Stunden. Also es wird empfohlen, dass man den Akku einfach über Nacht einsteckt. Dann ist er auf jeden Fall voll. Es befindet sich hier auf dieser Platine, gerade mal, lassen wir mal drauf eingehen, ich meine, ich erkläre permanent irgendwelche Geschichten zum Thema, was ist in irgendwelchen Platinen drin, in irgendwelchen Bauteilen drin. Hier befindet sich der Akkuladechip, dieser kleine, der übernimmt die komplette Akkuladung und dieser Chip hier, der etwas größere, dieser übernimmt die komplette Überwachung, der misst den Strom, die Spannung, die Kapazität und so weiter von diesem Akku. Der benötigt aber so circa 2 bis 3 Zyklen. Von dem Akku, bis er es wirklich 100% drauf hat, also bis er wirklich exakt sagen kann, die und die Kapazität hat er und so weiter. Ansonsten, am Anfang reicht eine Ladung, dann weiß er zumindest, dass der Akku voll ist und entsprechend, wenn der Akku voll ist, kann er dann auch ohne dem USB-Kabel betrieben werden. Wenn man USB dran hat und der Akku geladen wird,
kann man natürlich den Lüfter einschalten. Also wenn das Kabel dran ist, geht der Lüfter auch immer. Also auch ohne Akku, also wenn man mal einen defekten Akku hat oder den Akku gerade für eine Taschenlampe benötigt oder so, kann man das Kabel dran stecken und der funktioniert auch ohne Akku problemlos. Wenn das Kabel dran steckt, wird aktuell der Akku geladen. Deswegen benötigt man 5 Volt und 1 Ampere in der Regel bei dem Ladegerät. Es wird aktuell der Akku geladen und es wird etwas von dem Strom auch an den Lüfter weitergeschickt. Also es geht parallel, er lädt parallel den Akku und verwendet diese 5 Volt hier hinten, nicht die Akkuspannung, die 5 Volt hier hinten, um den Lüfter zu betreiben. Wenn der Akku komplett geladen sein sollte, erlischt das rote Licht. Also das hier vorne ist eine RGB-LED, die kann alle Farben annehmen. Und wenn der Akku vollständig geladen sein sollte, erlischt dieses Licht. Wenn der Akku geladen ist, leuchtet es kurz grün, wenn man es einschaltet, und leuchtet wieder kurz rot, wenn man es ausschaltet. Wenn man jetzt einen leeren Akku einsetzen würde, ich habe jetzt hier mal einen, der einigermaßen leer ist, und man drückt jetzt hier auf die Taste drauf, blitzt die Taste rot. Also dann sagt quasi dieser Chip für die Ladezustandsüberwachung, der Akku ist leer, der könnte tiefentladen werden, wenn jetzt der Lüfter losläuft, und blitzt entsprechend rot. Man kann den Lüfter also nicht einschalten, um den Akku zu schützen. Wenn man jetzt aber ganz dringend was löten will, ist gar kein Thema, man steckt einfach USB an und der Lüfter läuft sofort los. Also das wäre quasi auf jeden Fall eine Variante, die auf jeden Fall funktioniert. Nun geht es zur vollen Ausbaustufe, zum WPC Add-on. WPC Wireless Power Charge, Laden über Funk. Wir müssen beide Lötbrücken entfernen, definitiv, denn diese Lötbrücke, die wir hier setzen, die USB Charge Lötbrücke, nur um euch das ein bisschen zu erklären, was die Hintergründe von dieser ganzen Schaltung sind. Wenn man diese USB Charge Geschichte nicht hat, gehen die 5 Volt vom Stecker direkt und versorgen die Schaltung mit 5 Volt komplett. Wenn man diese USB-Ladeplatine drauf hat, wird die komplette Schaltung von dieser USB-Ladeplatine versorgt. Das heißt, wenn man den Lötjumper wegmacht, geht quasi der Strom hier über diesen Lötjumper, den wir gesetzt haben, zur USB-Ladeplatine, und die Versorgung für die Platine kommt dann von dem USB-Ladechip. Dieser Lötjumper hier muss daher kurz geschlossen werden, denn dieser Lötjumper wird von dieser WPC-Geschichte ersetzt. Bei WPC ist es natürlich so, wenn man jetzt das Teil auf einer Funkladestation draufstellt, dann muss das ja auch wissen, lade ich jetzt über Funk oder lade ich jetzt über USB. Wenn ich jetzt über USB lade, wird hier ein FET geschalten und die Schaltung, die USB-Charge-Schaltung, wird über USB versorgt. Und dann gibt es natürlich noch so Prioritätsgeschichten wie, was hat Vorrang? Hat das Funk Vorrang? Hat das Kabel Vorrang? Darum ist hier ein kleiner FET, der entsprechend hier an der Stelle, kann man auch sehen, entsprechend an der Stelle hier eine Verbindung erzeugt oder eben nicht. In diesem Fall sieht es so aus, wenn man USB angeschlossen hat und das Teil auf eine Ladestation stellt, wird weiterhin über USB geladen, weil der Wirkungsgrad einfach über Kabel deutlich besser ist. Das hier wäre unser kleines WPC Breakout Board, G-kompatibel. Auf der Rückseite befindet sich eine Ladespule, die ist bereits angeklebt und angelötet. Und wir müssen jetzt diese Stiftleiste an die WPC-Platine löten. Dazu schneiden wir es entsprechend ab. Die werden von oben jetzt in die Platine gesteckt und auf der Seite mit der Ladespule gelötet. Hier wieder das Übliche, erst einen Pin verlöten und dann die Ausrichtung überprüfen. Dann noch die andere Seite. Nachdem wir einen Pin angelötet haben, überprüfen wir mal schnell auf dieser Seite, ob alle Pins auch in die Platine reingehen. Das tun sie in dem Fall. Wir können also die restlichen Pins auch verlöten. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Man kann es zum Glück schon mal nicht verkehrt rum auflöten. Also es gibt eine Richtung, wie man es auflöten kann. Da muss man sich keine Sorgen machen. Die WPC-Platine wird direkt eingelötet, damit sie nicht rausfallen kann. Das könnte nämlich sonst passieren, dass sie rausfällt, wenn sie nur gesteckt wäre, da sie ja nach unten guckt. Wir bringen die Platine jetzt so weit rein, dass die Kontakte oben so 1-2 mm rausgucken, so dass man es halt gerade angenehm löten kann. Löten dann erstmal diagonal, dass die Platine schon mal ein wenig festhält, und löten dann die restlichen Pins an. Nachdem wir jetzt alle Pins angelötet haben, ist die Platine unten schon schön fest. Wir können den Akku wieder einlegen
Und das Ganze mal mit einer WPC-Ladeschale. Ich habe jetzt hier nur noch eine, die ich auseinandergeschraubt habe, testen. Wenn wir bei einer WPC-Ladeschale gucken, gibt es immer oben Status-LEDs bei der Ladeschale. Und wir haben auch hier eben diese Status-LED beim Fume Tractor. Wenn wir jetzt in die Nähe von diesem von dieser Ladespule kommen, fängt der Fume Tractor kurz an zu blinken. Er leuchtet jetzt blau, der Fume Tractor, und die Ladeschale leuchtet grün. Sobald die Entfernung irgendwann zu groß wird und er keine Kopplung mehr hinkriegt, erlischt die blaue LED und die Ladeschale geht auf rot. Wenn der Akku vollständig geladen sein sollte, erlischt die blaue LED. Bei WPC-Laden gilt das gleiche wie beim USB-Laden. Wenn man einen leeren Akku drin hat, so wie jetzt, der leuchtet rot, der ist also auch definitiv leer. Ich habe jetzt hier mal eine IKEA-Lampe, die haben nämlich auch diese Standard-G drin. Wenn man den auf eine Ladestation packt, der leuchtet blau, geht instant der Lüfter. Also man muss jetzt nicht warten, bis der Akku voll geladen ist. Man kann es quasi auf die Ladestation stellen oder entsprechend per USB anstecken. Was ich euch auch nochmal zeigen kann. Sobald man jetzt USB ansteckt, erlischt die blaue LED, wird rot und die WPC-Ladung wird beendet, weil er eben entsprechend den USB priorisiert. Die Lampe versucht natürlich immer wieder so ein bisschen zu gucken, oh, magst vielleicht doch über mich laden, falls der USB wieder weg ist, aber an sich wird Kabel immer priorisiert. Das letzte Add-on, das wir verbauen, die LED-Beleuchtung. Da kommen jetzt schon ein paar Teile mehr zum Vorschein. Wir haben einmal hier unsere wunderbar weiße Aluminiumplatine für die Wärmeabfuhr. Die besteht aus Aluminium, wird auch ein bisschen warm im Betrieb, aber alles normal. Ein Laserschutzzeichen drauf, also bitte nicht direkt in die LEDs gucken, die sind nämlich echt ganz schön hell. Wir haben das Stück Kabel übrig vom Lüfter. Das müssen wir quasi aufheben, das wird für die LED verwendet und das Kabel ist praktischerweise auch schon abisoliert. Löten also das rote Kabel an das Pad mit dem Plus und das schwarze Kabel an das Pad mit dem Minus. Können hier entsprechend schön links und rechts am Kondensator vorbeilaufen mit dem Kabel. Wir haben hier wieder den gleichen Krimpkontakt wie vorhin. Und haben hier wieder entsprechend den gleichen Stecker wie vorhin. Wir entfernen also den Akku, geben den Stecker an die entsprechende Stelle, wo LED steht. Müssen jetzt hier irgendwas Kleines unterlegen, vielleicht eine Pinzette oder sowas, dass der Stecker nicht rausrutscht. Und können den entsprechend verlöten. Wieder hier an diesen Schrägstellen entsprechend das Kabel einführen, plus, zeig's nochmal her, plus auf diese Seite, schwarz, minus auf die andere Seite. Man kann es mit der Hand schon so vorsichtig ankrimpen, damit die Kabel festhalten und den Rest macht man dann entsprechend mit einer Krimpzange. Auch hier wieder kontrollieren, wenn die Kunststoffteile ganz zusammengepresst sind, haben wir eine vernünftige Verbindung. Ihr könnt jetzt schon mal die LED einsetzen, den Akku einsetzen, den Lüfter einsetzen und alles testen, ob es auch funktioniert. Den Lüfter starten wir mit einer kurzen Betätigung der Taste, schalten ihn mit einer kurzen Tastenbetätigung auch wieder aus. Wenn der Lüfter aus ist und wir drücken die Taste zum Einschalten lang, beginnt das LED-Licht zu leuchten. Mit einer kurzen Taste geht es wieder aus. Wenn wir die Taste für länger gedrückt halten, kann man schon erkennen, wird das LED-Licht heller und dunkler. Wir können also die Helligkeit von dem LED-Licht stufenlos regeln und entsprechend, wenn wir die Helligkeit haben, die wir gerne hätten, lassen wir die Taste los, wenn wir das nächste Mal wieder einschalten, startet das LED-Licht wieder mit derselben Helligkeit, also der merkt sich die Helligkeit. Kurzer Druck Lüfter, langer Druck LED, ganz langer Druck Helligkeit der LED. Das war's auch schon mit der LED-Beleuchtung. Nun beginnt der spannendste Teil. Und zwar hat man ja bei diesem Fume Tractor nicht nur einen elektronischen Bausatz, nein. Man hat auch ein 3D-Putzel dabei.
Dazu gibt es einmal hier entsprechend, also die zwei Schrauben und zwei Muttern von der LED-Beleuchtung merken wir uns mal. Und wir haben hier eine ganze Horde, wir haben Lüftergitter, Schrauben, Muttern, Sicherungsringe, alles Mögliche. Und wir haben hier eine ganze Horde Holzteile, die wir entsprechend erstmal trennen. Dieses Teil hier ist so konstruiert, dass man es rausbrechen kann. So. Diese vier Kringel und dieser Kringel in der Mitte ist ein kleines Add-on-Gimmick, das dabei ist. Da verrate ich mal nichts dazu. Wer die Kickstarter-Kampagne verfolgt hat, weiß eventuell, wofür diese vier Kringel plus der große zuständig sind. Hier in diesem Teil, das wäre quasi das Lüfter-Filter-Halteteil, das kann man auch noch mal rausbrechen. Hier gibt es ein kleines E dazu. Das Teil kann entsorgt werden. Das untere Teil, wo Front, Inside und WPC draufsteht, das geht ein bisschen schwerer raus. Das kann man nicht unabsichtlich rausbrechen. Dieses Teil wird nur dann rausgebrochen, wenn man jetzt, wie in diesem Fall, den Vollausbau mit WPC verwendet. Haben wir jetzt in unserem Fall, also breche ich das Teil mal raus. Am Rand ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Gewalt aufwendet, denn man hat einen relativ schmalen Rand, wenn man hier zu sehr biegt. Könnte sein, dass er hier bricht, das wollen wir natürlich vermeiden. Das Teil wieder zum Entsorgen. Wir sortieren das Ganze mal so ein bisschen und fangen mit dem Lüftergitter an. Das Lüftergitter wird so montiert, dass diese Schrägseite nach außen guckt. Man könnte es auch andersrum montieren, so rum, dass die Schrägseite nach innen guckt, dann sieht es optisch ein Tick schöner aus, finde ich, weil es hier bündig mit dem Holz ist. Aber es wird einen ganz kleinen Tick lauter. Das müsst ihr euch entscheiden, für euch entscheiden, ob ihr es ein bisschen lauter haben wollt oder ob ihr es so haben wollt. Es funktioniert auf jeden Fall in beide Richtungen. Wir benötigen den Lüfter natürlich noch dafür. Dieser hat einen Pfeil aufgedruckt. Bedeutet, er pustet in die Richtung und er dreht in die Richtung. Wir wollen natürlich saugen, das heißt, der Lüfter kommt entsprechend so ran, dass der Lötrauch da reingesaugt wird. Das Kabel des Lüfters lassen wir auf der linken Seite rausgucken, also hier, und verschrauben das Ganze. Dazu sind diese großen M4x20, glaube ich, Schrauben dabei, die passen hier durch das Lüftergitter, die passen hier durch den Lüfter. Dann kommt auf diese Schraube ein kleiner Sprengring drauf und entsprechend die Mutter, mit der das Ganze festgemacht wird. Das Ganze viermal und dann entsprechend mit einem Schraubenzieher zudrehen. Das kann man hier hinten theoretisch mit den Fingern halten, man braucht jetzt da keine entsprechenden Schraubenschlüssel dafür. Das geht relativ gut. Die Sprengringe sorgen dafür, dass die Muttern durch die Vibration vom Lüfter nicht wieder aufgehen können. Somit haben wir schon mal den ersten Teil verbaut. Jetzt fügen wir oben das Teil ein und verschrauben schon mal gleich die LED-Beleuchtung. Diese kommt entsprechend mit dem Kabel in diese Nut und wird unten an das Holz gepackt. Mit den mitgelieferten Schrauben, die dabei sind bei der LED-Beleuchtung, wird die LED-Beleuchtung angeschraubt. Schraube von oben, Mutter von unten. Das Kabel dann entsprechend hier schön durch die Nut führen und auf der Seite am Lüfter nach unten. Der nächste Schritt ist das Teil für die WPC-Ausnehmung. Es steht hier Front, Inside. Der Lüfter ist Front, Inside. Das kommt dann also so rein. Die Fume-Tractor-Platine wird auch hier jetzt in diese Ausnehmung eingesteckt. Und nun wird beides gleichzeitig montiert. Die Platine in diese kleinen Schlitze, der Taster in die Öffnung und gleichzeitig das Holz auf der Unterseite in die entsprechenden Schlitze rein. Dann sieht das Ganze so aus. Man hat quasi vorne das Holz und die Platine bündig.
und hat auch nochmal die Taste entsprechend hier zugänglich. Wenn wir das montiert haben, montieren wir das Seitenteil, und zwar erst das rechte Seitenteil, also wenn man von vorne drauf guckt, rechts, und befestigen das Seitenteil gleich mit zwei Muttern und zwei Schrauben. Es sind hier Vierkantmuttern dabei, die passen hier genau in diese Schlitze und können dann entsprechend von vorne geschraubt werden. Nicht zu fest zuschrauben, das hält relativ gut auch mit leichten Zuschrauben, da das Holz ja sehr elastisch ist. Gerade bei der PMMA-Version, wer die Plexiglas-Version genommen hat, der muss ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, da Plexiglas sehr spröde ist, und da sollte man wirklich sehr, sehr, sehr wenig nur anschrauben. Das hält nämlich auch so schon gleich. Dann kommt das Luftleitblech dran. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Das Luftleitblech hat hier eine Ausnehmung und hier nicht. Also es hat hier so eine leichte Rundung. Bedeutet, wenn man mal drauf guckt, geht es hier so ein Tick nach innen. Im Vergleich zur anderen Seite, da ist es bündig. Und diese Seite mit dem Tick nach innen kommt auf die von vorne gesehen linke Seite. Wir führen das Luftleitblech also hier ein. Oder Luftleitholz, besser gesagt in unserem Fall. Und können jetzt entsprechend die Kabel in diese Öffnung, in diese Ausnehmung führen. Stecken den Lüfter ein, stecken die LED-Beleuchtung ein und führen die Kabel entsprechend hier nach hinten, hinter die Stecker. Dann sind die hier hinten schön verräumt. Nun kommt das linke Seitenteil. Wir führen es erst hier unten ein, führen das hier durch das Luftleitholz, führen es hier ein und hier oben. Und verschrauben das auch entsprechend mit zwei Schrauben und Muttern. Nun fehlt nur noch die Rückseite. Wir fädeln wieder unten ein, fädeln durch die Platine ein. Es geht ein bisschen streng, da der USB-Stecker sehr passgenau drin ist, damit man auch eine gewisse mechanische Stabilität beim USB-Stecker vom Holz gewährleistet kriegt. Nur noch die vier Muttern und die vier Schrauben. Wir schrauben oben jetzt nochmal einen Tick auf, öffnen die letzte Tüte, die wir haben. Den Filterbeutel. Es werden standardmäßig zwei Aktivkohlefilter mitgeliefert. Wir legen einen ein. Die Frage war schon mal, warum wird das Holz nicht nach hinten durchgeführt, wenn ich den Filter einlege, guckt er so blöd nach unten. Ja, man sollte den Filter einigermaßen gerade einlegen, also am besten vorne und hinten gar nicht niederdrücken und dann entsprechend mit dem Filterhalteholz den Filter niederhalten. Funktioniert so. Man fädelt vorne ein und schiebt es hinten nach unten. Somit liegt der Filter gut drin und wird von der Luft auch oben gegen das Filterhalteholz gedrückt. Die Ausnehmung, warum das Holz nicht nach hinten geht, ist ganz einfach. Wenn man einen Filterwechsel vornimmt, kann man ihn einfach nach unten drücken und nach oben rausziehen. Wenn man den hinten nicht nach unten drücken kann, kann man sich hier quälen und versuchen, den irgendwie rauszukriegen und ärgert sich dann. Deswegen hier hinten die Ausnehmung, dass man ihn leicht rausnehmen kann. Wir legen das Holz ein, ziehen das hier nach vorne, drücken es hinten nach unten, schrauben die Schrauben wieder fest. Somit hält das Holz hier drin auch besser. Und der Fume Tractor wäre soweit fertig aufgebaut. Wir stecken ihn per USB an. Er lädt. Kleine LED kann man hier vorne an der Öffnung erkennen. Ich hoffe, ihr konntet den Fume Tractor mit dem Video erfolgreich aufbauen. Ich hoffe, ihr hattet ungefähr genauso viel Spaß mit Aufbauen wie ich. Alle Details unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!